Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Thief. Ja, es geht weiter. Und ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt hier noch zu spielen haben, weil ich glaube, hiernach kommt kein Kapitel mehr. Ja. Im letzten Part habe ich ja... Moment mal. Ach so, ich bin hier schon durchgesprungen, richtig. Beim letzten Mal habe ich ja für so ein bisschen dezentes Chaos gesorgt, weil ich einfach erst alle Vögel umgehauen habe, weil mir die so auf den Sack gingen und dann alle Wachen auch noch, weil die mir halt auch irgendwie im Weg waren. Und ich keinen Bock hatte, die ganze Zeit da rumzuhängen und an denen vorbeizuschleichen, weil das hat eh nicht funktioniert. Demnach einfach mal 4400. Wenn das jetzt wirklich das letzte Kapitel ist, Mann, dann ist das vollkommen unnötig alles. Das ist doch blöd. Wasserpfeile habe ich noch einen einzigen. Das ist wundervoll. Wie komme ich hier jetzt durch? Hebel? Rad. Auch nicht schlecht. Falsche Richtung? Oder ist das vollkommen egal, in welche Richtung ich drehe? Ah nein, ist nicht egal. Es wäre vielleicht ganz sinnig gewesen, vorher die Lichter auszumachen. Oder auch nicht. Heute zeigen wir Baron Northcrest, dass die Menschen die Lebensenergie dieser Stadt sind und beachtet werden müssen. Eure Schmerzen und Ängste sind bald vorbei. Freunde, heute ist ein guter Tag. Die Energie, die ich euch hier gebe, vertreibt jede Krankheit, die versucht, euch zu befreien. Sobald alle gesalbt sind, teilen wir dieses Geschenk mit der Welt. Jenseits dieser Küste! Oh. Das sieht nicht gut aus. Und irgendwie... Ah! Blick verschwimmt immer wieder. Oh, ist das ätzend. Wie geht's denn jetzt weiter? Kann ich hier... Ah, jetzt ist hier... Oh mein Gott. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hat der gerade gefurzt? Das sah verdächtig nach einem Furz aus. Warum ist es jetzt hier so dunkel? Ja, ich weiß, mein Inventar ist voll. Danke. Kann ich, by the way, auch eigentlich nochmal... Nein, kann ich nicht. Hi, ich möchte keinen Segen, dankeschön. Lass mich durch. Ach, muss ich wieder irgendwas... Ah. Ah. Bleibt, wo ihr seid, lasst mich in Ruhe. Ich will nichts von euch wissen. Ach, muss ich hier eigentlich den... Ich kann meine Fähigkeiten gar nicht... Ich kann nichts machen. Außer die komischen Dinger hier einzusammeln. Ah, okay. Z zum Beobachten. Okay. Heißt das, ich muss... Ich glaube, ich muss diese Dinger hier alle einsammeln, um dieses Ursteinfragment wieder zusammenzusetzen. Seht ihr genauso aus wie die Viecher da hinten? Nein, ihr seht normal aus, ne? Ja gut, was man unter normal versteht halt. Oh, Heilgott, ich bring dieses Mädchen um. Ich bring sie um. Garrett! Anwesend. Was habt ihr getan? Ich brauche ihn. Wir brauchen ihn. Begreift doch, was ich hier zu tun versuche. Ihr müsst aufhören, Orion. Womit? Die Menschen zu beschützen? Ihnen ein besseres Leben zu geben? Ihr helft diesen Leuten nicht. Ihr verurteilt sie zum Tode.
Sie fühlen sich jetzt gut, aber ihre Körper ertragen die Urkraft nicht. Nein! Eieiei. Der gehört mir. Der Rattenkönig. Räum Taschen aus, wie immer. Ich will dich seit langem hängen sehen, Meister Dieb. Ich brauch nicht mal einen Strick. Es wird mir eine Freude sein, dich mit bloßen Händen tot zu prügeln. Es wurde auch Zeit. Euer Ernst? Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass ich gegen den kämpfe. Du bekommst deine Strafe. Einfach verschwinden. Das kannst du, was? So sieht's aus. Ich rieche den Gestank deiner Seele. Bist du denn wahnsinnig? Ach shit, ich muss... Oh nein. Ah, ich muss das Tor erst aufkriegen. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett. Und ob. Ah, fuck. Bingo, ich hab's gecheckt. Okay, jetzt hab ich's gecheckt. Ja, ja, sehr gut. Ich habe aber das Gefühl, dass bei dieser... Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Ich habe das Gefühl. Wo zielt er als nächstes hin? In die Richtung. Ein hübsches Grab hast du dir ausgesucht. Findest du? Okay. Ich hatte das Gefühl, dass die Katzin gerade ziemlich geruckelt hat. Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Du bist Geschichte. Würdest du bitte einfach mal... Mein Gott, der Typ nervt. Unsere kleine Jagd wird bald vorbei sein. Ja, ja, ja. Warum zum Henker sieht der mich immer? Ich... Der hat doch neben mich gezielt. Bin ich jetzt blöd? Das hat echt so ausgesehen, als hätte der neben mich gezielt, aber ja gut. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Besiege ihn. Entkomme oder stell dich dem General. Ach so, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das ist schön. Gib mir das. Also entkommen wäre mir ja eigentlich lieber. Ich habe keinen Bock, den jetzt umzubringen. Also eigentlich hätte ich schon richtig viel Bock, sogar ihn umzubringen, aber... Das ist gut, bring ich einfach selber um. Okay, ich gehe wirklich davon aus, dass das die letzte... Ja, ich sag mal, der letzte Akt hier dieses Spiels ist. Ich geb dir die Chance zu kämpfen. Was meinst du, Garrett? Nee, du, nee, ich hab keine große Lust dazu. Autsch, autsch, ich brenne, aua. Das kannst du, was? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Du bist Geschichte. Erledigt. Hey. Gib mir das. Ah, fuck. Mann. Ich bin zu blöd dazu. Ich glaube, ich muss den wirklich töten, aber ich will es eigentlich nicht. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Aber wie kann ich denn? Gibt es denn irgendeinen anderen Weg zum Entkommen? Ich rieche den Gestank deiner Seele, Dieb.
zu kämpfen. Was meinst du, Garrett? Ah, ich bin recht still im Moment, das tut mir leid, aber der geht mir tierisch auf den Sack gerade. Hauptsache noch was mitnehmen. Nein? Pfui. Oh. Kann ich den irgendwie ausschalten? Kann ich ihn nicht blenden oder sowas? Wer in meiner Stadt lebt und wer stirbt. Ja, ja, ja. Du bist hier drüben, oder? Oh, oh. Au, fuck. Okay, ich schaff das nicht. Irgendwie kriege ich das nicht gebacken, dass ich... Ich versuche den mal zu blenden oder sowas. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder wow. Verdrücke mich lieber. Da. Ist es denn zu fassen? Du hast Angst? Einfach verschwinden. Das kannst du, was? Ist richtig. Moment, ich gehe mal kurz mein Inventar durch. Was habe ich? Was kann ich? Jagd wird bald vorbei sein. Was sind... Ich versuch's mal. Stirb. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Geht mir genauso. Z zum Beobachten. Was soll ich denn hier beobachten? Denkst du, ich weiß nicht, wo du steckst? Hm? Oh, jetzt macht er alles hell und dann sieht er mich natürlich, der sagt. Das ist normal. Oh. Au. Au, au, au. Heiß, ouch. Versuchen wir es nochmal. Nein. Das ist nicht zu schaffen. Auch wenn ich meine Prinzipien habe, die ich sowieso schon 30 Mal über den Haufen geworfen habe, ich muss ihn töten, das geht nicht anders. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Ich würde aber gerne... Ich wette, das führt dann zu einem alternativen Ende, wenn ich den nicht töte. Vielleicht mache ich das ja dann später nochmal durch. Ich werde auf jeden Fall mal kurz schnell speichern. Jetzt bleibt mir aber leider nichts anderes übrig als... Ja, das war natürlich sehr schlau. Double Kill. Ich sollte mich vielleicht auch ein bisschen bewegen, wenn ich das tue. Okay. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Oh. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett. Oh, daneben. Ja, er trifft aber auch nicht so gut, ne? Ha! Ein Wasserfall. Gut, das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay. Komm schon. Was denn? Ach, du willst mich doch verarschen. Okay, versuche ich es halt hiermit. Ich weiß nicht, ob das hier so ist, dass man mich mit Feuerpfeilen auch besser sehen kann. Sind das nicht diese Explosionspfeile? Oh, ah! Autsch. Da, einen habe ich davon. Wo bist du? Du siehst nicht gut aus, mein Freund. Genauso wenig wie ich. Offensichtlich ist es gar nicht so schlimm, wenn ich brenne. Ist einfach nur scheiße, wenn, weil und Feuerfalle. Komm, hauen wir rein hier. Oh, shit, lauf da jetzt. Na, jetzt rennt er weg. Stirb. Komm. Was denn? Habe ich dich nicht langsam? Au! Shit!
Nein, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Au! Ah, shit. So langsam müsstest du doch mal tot sein hier, oder nicht? Oder muss ich dir selber den Gnadenstoß geben? Wie kann ich dich töten? Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich ihn töten kann. Geht's, steht das irgendwo in meinen Zielen? Kann ich das irgendwo nachgucken? Ziele. Orion ist in der uralten Kathedrale in der Altstadt sein Heilmittel. Für die Schwermut verwandelt die Menschen in verunstaltete Kreaturen, stützt die Stadt ins Chaos. Laut der Königin der Bettler gilt es, das letzte Teil des Urkraftsteins zu stehlen und Erin vor dem Tod zu bewahren, solange sie voller Urkraft ist. Was? Egal. Das wird eine lange Nacht. Ja, bleibe unentdeckt ist sowieso schon gescheitert. 15 Kills oder K.O.-Schläge. Na super. Nutze dreimal die Umgebung. Ja gut, entkomme oder stell dich dem General? Ja super, aber wie soll ich das denn machen? Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich jetzt tun muss. Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Du bist Geschichte. Erledigt. Halte Q zum Erledigen. Gut, geschafft. Ich töte Menschen grundsätzlich nur, wenn ich muss. Im Gegensatz zu jemand anderem. Ich folge keinen Regeln, oder? Ja, also den bin ich jetzt zumindest schon mal losgeworden. Bernsteinkranz. Oh, ich habe ein neues Sammlerstück. Jetzt kann ich zumindest auch den ganzen Shit hier mitnehmen. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Nehme ich das auch noch, weil... Hat doch was, ne? Explosionspfeile. Die ich zwischenzeitlich gut hätte gebrauchen können. Inventar ist voll. Gut. Jetzt nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich hätte... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein alternatives Ende gegeben hätte, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Deswegen... Ich werde versuchen, das irgendwann nochmal so zu spielen, dass ich einfach versucht hätte zu entkommen. Sieht irgendwie cool aus hier, auch wenn alles gerade zusammenbricht. Hier muss ich sogar hin. Ich hätte gar nicht... Moment mal. Wie komme ich denn da hoch? Wäre der mir dann hinterhergelaufen oder was? Ich guck einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, welche... Okay. Es wird weitergedreht. Gib mir. Wo ist das denn? Andere? Waren da nicht drei? Da ist auch noch was. Nahrung. Yay. Ich habe keine Ahnung, welches Rad ich jetzt schon gedreht habe und welches nicht. Offensichtlich die ich nicht mehr benutzen kann, habe ich schon gedreht. Ich drehe am Rad. Es ist zum Verrücktwerden. Hier ist noch eins. Oh, das hätte ich doch niemals geschafft. Ohne Witz, wenn ich gegen den... Also mit dem, der da ständig seine scheiß Feuerdinger da verschossen hat, hätte ich es niemals... Oh Gott, was ist das für ein Schloss, ey. Sehr hart. Da wäre ich niemals dazu gekommen, diese ganzen Räder zu drehen. Wie gesagt, ich versuche es irgendwann nochmal. Ich hoffe, es klappt. Aber, nee, um Gottes Willen, wenn man hier auch noch dieses mega Schloss knacken muss, das hätte ich nie geschafft.
So. Scheiße, Mann. Okay, es gibt offensichtlich doch noch eine Mission. Das heißt, ich kann wenigstens jetzt mein gesamtes Inventar, was ich hier... Ich habe ja noch jetzt einiges an Gold dazu gewonnen quasi und all das kann ich jetzt dann noch... Ja, ausgeben. Das ist schön. Ich bin Phantom, so gut wie gar nicht gewesen. Opportunist, ja, weil ich ein bisschen die Umgebung genutzt habe und so. Und Jäger einfach, weil ich alles niedergemetzelt habe, was mir in den Weg kam. Du hast keine aggressiven Aktionen gescheut und deine Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Schön. 2 von 4 Sammlerstücken gefunden. 1099 Gold erbeutet. Es gab noch viel, viel mehr Beute eigentlich, aber gut. Taschendiebstähle waren 8, geknackte Schlösser 7, K.O.-Schläge 10. 10-mal entdeckt, 10 getötete Bedrohung. Ja, also die Statistik gefällt mir absolut, absolut gar nicht. Unter der alten Kathedrale bereiten sich die Götzen auf ihre neue Dämmerung und auf Orions wundersame Heilung vor. Der Diebstahl des Anhängers bereitete dem ein Ende, aber Erin ist immer noch in Gefahr. Sie wurde zur Heilung missbraucht und lebt noch. Gerade noch, bevor ich sie erreichen konnte, erschien der Diebesfänger-General zu seinem letzten Tänzchen und Orion nutzte die Gelegenheit, um mit Erin zu entkommen. Es ist noch nicht vorbei. Ja, ich muss jetzt immer noch Erin befreien, aber ich muss jetzt auch. Sie waren hier, als ich mit dem General zugange war. Das ist Meeresluft. Der Ausgang muss nah sein. Ja, Kapitel 8. Verlasse die Tunnel. Offensichtlich bin ich also doch noch nicht fertig. Wie gesagt, die Cutscenes haben, glaube ich, ein bisschen geruckelt. Das fand ich nicht so schön, aber ich hoffe, man konnte es trotzdem halbwegs verfolgen. Ich weiß nicht, wie laut die Stimmen waren. Ich gucke mir das alles einfach gleich mal an. Und dann würde ich sagen, beende ich diesen Part aber an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es ähnlich spannend wie ich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ich denke, ich werde den nächsten Part auch direkt aufnehmen jetzt. Dann schaut wie immer unten in die Videobeschreibung, denn da sind wichtige Links drin. Und ansonsten bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao.